So the next talk you're gonna hear is by Jakob Ramin on GoToHaiti. Der nächste Talk ist von Robert Humek. Jakob is an artist, designer, engineer and community builder from Copenhagen and Jakob Ramin aus Kopenhagen. He came here from Sweden and calls himself an old media artist with many talents. Die sich selbst Media Artist nennen, Media Künstler. Which is centered around automation, creation and loss of control. I'm super excited for Sie beschäftigen sich mit Robotermusik, die sich mit Kontrollverlust und Kreativität beschäftigen. Wow. Vielen Dank. Thanks for inviting us. Thank you for the Danke für die Einladung. Not so sure about the Overlord part, but let's see down the road. I'm Jakob. Ich bin Jakob. And I'm GoToHaiti. That's my artist name. GoToHaiti. I do a lot of music with old computers. Ich mache eine Menge Musik mit alten Computern, mit dem Commodore 64. I have a kind of shared passion for old machines or just technology in general. Ich habe eine Passion für ältere Maschinen. Normally don't do music. Und normalerweise mache ich keine, bin ich nicht auf Musik spezialisiert. One movie that I've made in the video lounge at one tonight, which is kind of investigating. Ich habe aber zum Beispiel ein Video gemacht, das heute auch gespielt wird, das sich mit der Material Art des Internets beschäftigt. Das hier ist jedoch etwas anderes. Wir sind sehr erfreut, hier eingeladen zu werden, weil das für uns ein neues Projekt ist. Wir beschäftigen uns damit seit ungefähr 6 Monaten und es ist noch ein sehr offenes Feld. Und wir sind uns noch gar nicht sicher, wohin genau wir damit gehen wollen. Wir werden es so auf dem Weg herausfinden. Dementsprechend ist es wichtig für uns hervorzuheben, dass das hier künstlerische Wissenschaft ist, in dem Sinn, dass es keine wissenschaftliche Forschung ist, sondern ein dass hier ein Feld ist, in dem wir keine Spezialisten sind. Und wir möchten hervorheben, dass wir uns freuen, in einem Ort sind, an dem so viele talentierte Menschen sind. Und wir hoffen, wirklich mit euch einen Dialog zu treten. Und deswegen planen wir eine gewisse Zeit für Question-Answer bereitgestellt und haben auch schon den Roboter bereit. Morgen werden wir einen zweiten Roboter holen und eine Drum-Machine und werden ein Konzert geben und ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ja. Okay, but so we've worked together for Wir haben schon 10 Jahre lang zusammengearbeitet. Das ist das erste Projekt, das wir zusammen gemacht haben. Es ist, heißt HT Gold. Es ist ein sehr großer Bildschirm im Prinzip ist es ein altes Hockeyspiel, aber wir haben es verändert. Während man es spielt, zerstört es sich selbst und wird immer unordentlicher. Aber es funktioniert immer noch, man kann es immer noch spielen und es ist immer noch, macht immer noch Spaß. And when Anders says that we've been working together for 10 years, it sounds like we're this kind of bei der Aussage, wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen. Wir arbeiten nicht dauerhaft zusammen. Wir haben uns in dem letzten halben Jahr öfter gesehen als in den ganzen 9,5 davor. Wir leben in unterschiedlichen Städten. Also wir treffen uns nur, wenn wir zusammen Projekte machen. Just to clarify. This is a different project we made in Das ist ein anderes Projekt, das wir gemacht haben aus 2013. It was one of the performances at like opening the Transmediale in 2013. In einer Ausstellung der Transmediale. And it was
Yeah, we had open fax lines. People could fax in different content to us, and we were basically. Leute konnten uns Nachrichten schicken und deswegen haben wir diese dysfunktionale Arbeitsumgebung geschaffen. Die Nachrichten, die kamen, haben wir die Faxe, die reinkamen, haben wir versucht zu verarbeiten, was nicht ganz leicht war gleichzeitig. This is another project called Data. Das hier ist ein anderes Projekt. In kind of the same vein where, this is an old police station. Das ist eine alte Polizeistation, in der wir sitzen. Fill in forms und die Leute füllen Dokumente aus und was für eine Art von Songs sie haben wollen. Und ich hatte ein paar Minuten Zeit, diesen Song zu gestalten und den als Floppy Disk zurückzugeben. Und das ist ein Beispiel eines solchen Musikwunsches. Das auch nicht einfach war. Wir mögen es wohl etwas, uns selbst zu bestrafen mit unserer Kunst. Ja, und ich glaube, kind of falling in this tradition of scripting ourselves, working within some kind of scripts, like some. Call it Fluxus or whatever, but like kind of. Ja, irgendwie, wir schreiben ab und zu Skripte für uns und geben sozusagen die Kontrolle ab an das Skript oder an andere Systeme, die sozusagen die Macht haben. So, like most people, I guess we're fascinated about robots. Leute auch, sind wir von Robotern fasziniert. I don't know. Aber wir sind auch stark emotional mit Robotern verbunden. I guess at least personally for me it's been this kind of frustration. Für mich persönlich ist da auch viel Frustration dabei, dass ich irgendwie eine Erwartungshaltung hatte, die Roboter, die werden kommen und dann dauert es irgendwie immer noch. Aber jetzt haben wir tatsächlich einen Roboter und jetzt gibt es die Möglichkeit, mit Robotern herumzuspielen. Wir haben diese Möglichkeit ergriffen, ohne wirklich genau zu wissen, wo das am Ende landen wird. Und wir haben einige unserer Ideen geteilt. Und wir haben hier eine kleine Residenz in einem schwimmenden Hackspace in Kopenhagen aufgebaut. This robot is called the U-Arm Swift Pro. It's this dieser kind of open, Roboter heißt easily hackable robot. U-Arm and we were just Swift 2. Using this week to wir haben diese Woche, also es ist eigentlich ein Roboterarm. Wir haben eine Woche benutzt, um diesen Roboter so ansprechen zu können, dass er tatsächlich auf einer Tastatur tippen kann, um einen kleinen Computer zu bedienen, den wir da links sehen. Also der Roboterarm soll über seriale Kommandos sozusagen an den Computer übertragen werden. Das wird dann simulieren, was der Roboter getippt hat. Very elaborate prosthesis. Yeah, elaborate, but then on das war natürlich the other hand, it ein Versuch. One finger. Also es hat allerdings auch nur einen Finger. Yeah, it's a
Commodore 64 computer. Okay, das ist der Commodore 64 Computer, den ich vorher schon genannt habe aus den frühen 80ern. Und die Software heißt Devmon. Es ist eine neue Software. Es ist nicht das alte Zeug. Also man kann ziemlich coole Sachen damit machen. Und was ihr dort seht, ist, dass der Roboter Eingaben gibt, die Noten in einer Schleife ändern. Das ist das, was wir hören. Mit nur einem Finger. Yeah, I'll push. So with this kind okay, of first video was, prototype, diese we got erste Videoprototyp a lot of stuff gebracht hat, war, wir hatten Ideen für viele andere Sachen. And we got invited to wurden wir eingeladen, Algomec Festival in Sheffield. Auf dieses Algomec Festival in Sheffield zu kommen. Algorithmic and mechanical die machen movement algorithmische basically und mechanische play at a rave. Sachen, um Raves zu spielen. So we had to we had to work a bit. Wir mussten also on ein bisschen that arbeiten. But we kind daran of arbeiten. We managed to get the robot to a state where it could load songs and. Und wir haben es geschafft, den Roboter in einen Zustand zu bekommen, dass er Lieder laden konnte und Noten verändern konnte und Sachen aufbringen konnte. Full sets, like we played half an hour or something. Auflegen konnte so. Also am Ende hat sozusagen der Roboter ungefähr eine halbe Stunde ein volles Set gespielt. Und wir haben ein bisschen gezweifelt, ob wir das schaffen. Du warst auch dort und hast irgendwie mit dem Roboter zusammen gespielt, so Kopf auf Kopfhöhe. You were mostly just kind of Kopf an Kopf filling in little extra things. Eigentlich hast du nur so ein paar extra Sachen eingefügt. So. Yeah, so it was more like Anders trying to keep up with the robot. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie versucht, mit dem Roboter mitzuhalten und da ein bisschen oben drauf zu spielen. Der Roboter hat eine kleine Kamera an ihr, deswegen kann man manchmal mein Gesicht sehen. Auf dem anderen Bildschirm sieht man, werde ich gefilmt, einfach um zu sehen, was vorgeht. Ja. Yeah, so I mean, this experience of, ja, ich meine diese Erfahrung, that the robot already dass der Roboter after, schon after just, nach nur wenigen Monaten in der Lage war, im Prinzip Musik spielen konnte und wir konnten nur noch, wir waren nur noch die Techniker, die den Knopf drückten. Und dann die Show angeschaut haben. Das hat ein paar Dinge in Gang gesetzt. Das war ein emotionaler Moment. Und wir wurden eingeladen, in der Internetbase zu spielen, in der die Lounge-Musik bereitzustellen, der Chill-Out-Area. So we basically took the challenge to also haben wir die Herausforderung angenommen und haben mehr so eine Techno-Richtung 5 Stunden lang gespielt, unbeaufsichtigt oder unkontrolliert. We were just kind of hanging out in und the wir haben and uns einfach entspannt. Well, I mean, you'll see in the video, I guess. We set up 2 werdet ihr jetzt hier in der Video sehen. Wir haben 2 Tische aufgestellt. Bei einem war der Roboter. Und wir haben eine Menge Zeit, ein paar Unterhaltungen zu führen über die Zukunft oder
Yeah. Jobs or whatever, and it's like yeah, this kind of I'm imagining at least there will be a lot of these jobs where you just have to kind of hang out and dass es zukünftig eine Menge Jobs gibt, in denen man erstmal nur entspannt und der Roboter die Arbeit macht. Yeah. And for this one we actually put a lot of effort und dafür haben wir auch eine Menge Arbeit reingesteckt, dass der Roboter etwas dynamischer arbeitet und verschiedene Songs reinmixt und es mehr und es vielfältiger macht. Und jetzt haben wir gesehen, was der Roboter irgendwann mal machen wird. Und wir waren sehr überrascht. Es war fast Magie, wie ein Roboter einfach arbeitet, war ein sehr merkwürdiges Gefühl. Wir machen zwar immer noch irgendwie die Songs, aber der Roboter führt uns die Songs vor, so dass sie wirklich etwas Neues werden und schafft etwas Neues daraus. Yeah, it's like a weird mix of was ein merkwürdiger Mix aus a bit scary sort of, ein wenig Beunruhigung, ein wenig Angst, ein wenig Freude. Yeah. It's a weird stuff. Es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl. We're talking a lot about electronic music. Wir haben sehr viel über elektronische Musik geredet. Minimal enough to basically kind of shut up and just repeat. Was das wie minimal man es machen kann. Fill in too many notes maybe for und nicht zu viele Noten reinzufügen. Mainstream techno or something, but the robot is like super cool. Like, wir wollten etwas, was nicht ganz Mainstream ist, aber der Roboter macht vollkommen coole Musik. Und lass es uns anhören. I guess it's also important for us to es ist say, auch noch wichtig zu sagen, der Commodore ist ein guter Moment zu starten, weil er hat Knöpfe und man kann die einzelnen Knöpfe drücken. And the Chaos Pad is also really good und das Chaos Pad ist auch noch sehr gut mit einem Finger. So right now we're more also momentan denken wir über Drum Machines nach, mit einem Finger zu bedienen. Um die is kind of dependent Musik on kind of one finger push interaction. Momentan sind wir noch darauf angewiesen, dass es ein Finger ist, der verschiedene Knöpfe drückt. Of all the choices out of aber es nimmt einem doch ein paar Möglichkeiten. Ja. So it's not to say that this is only a C64 or project. Ist kein C64 Projekt. Wir denken uns viele Möglichkeiten aus, weiterzumachen. Ja. Yeah. So now we're here. Also jetzt sind wir hier. And we brought two robots. Und wir haben zwei Roboter mitgebracht und einer, haben wir schon gesagt, zum Spielen und einer für Hacking. Ja, wir würden euch einladen zu kommen. I mean, most of the coding we're doing is relatively banal. It's more meiste like kind of Programmiersachen, die wir machen, ist sehr generischer Code, sehr einfach. Wir wissen, dass es die ganzen Möglichkeiten gibt mit neuralen Netzwerken und künstlichen Intelligenzen gibt. Und die sind wirklich gut, um Musik zu machen. Also wenn da draußen Leute sind, die wissen, wie man damit umgeht und die mit der Basis, was der Robot schon kann, irgendwie arbeiten kann. We'd really like to wir würden talk with you. Wirklich gerne mit euch reden und Kontakt aufnehmen. Yeah, I mean, we have really good training data as well. Wir haben auch wirklich gute Trainingsdaten. Ja, ich habe die ganzen alten Computer so lange benutzt. Und dementsprechend habe ich haufenweise Source-Files. Und die sind wirklich klein. I think,
Yeah, I checked my folder earlier today. Ich habe den Ordner jetzt früher am Tag gecheckt und es sind ungefähr 50 Megabytes an Daten. Also ich habe alle Workfiles und alles. Wir haben es nur gerade festgestellt, wow, wenn wir da jetzt noch ein neuronales Netzwerk reinpacken könnten, das würde wirklich großartig werden. I mean, we'll see. Or maybe it doesn't work. Wir werden es sehen und vielleicht funktioniert es auch nicht, aber ich würde einfach gerne mit dem Robot ein bisschen eine Jam-Session machen. Wir wissen es noch nicht, ob wir es machen, aber es wäre auf jeden Fall Spaß. Wir können auch einfach zusammen abhängen und darüber reden. Deswegen kommt morgen. Fast. But tomorrow from 11, we're from 11 Uhr. Starts at 9, I think. Fängt um 9 Uhr an. Der Roboter wird spielen, zwei Stunden lang. So probably starting a bit slow, but then wahrscheinlich etwas langsamer anfangen, aber dann schneller werden. Ja. 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 Gibt's denn Fragen? Go to 80. What a cool robot. Vielen Dank an euch beiden. Was für ein cooler Roboter. Okay, es gibt ungefähr 10 Minuten für Fragen. Da ist die erste. Könnt ihr vielleicht kurz sagen, warum ihr euch für so einen einfachen Roboter gesucht habt und nicht irgendwie voll die coolen Software-Sachen zu benutzen, um Musik zu automatisieren? Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Yeah. No, I guess. Ja, ich vermute, wir. Du hast schon Musik an einem Commodore 64 gemacht. Und wir sind dann gar nicht so sehr Software-Guys. You mean specifically the robot? Why wouldn't choose a more? Du meinst ganz speziell den Roboter? Warum wir den Roboter? Yeah, both that and why don't you just build a software interface where you just like get the signals right to the Commodore? Like, warum habt ihr nicht einfach Software geschrieben, die das Signal direkt an den Commodore schickt, statt so eine aufwendige mechanische Struktur? Weil es ein vollkommen anderes Gefühl ist, einen Roboterarm zu haben, der something invisible. Etwas drückt im Vergleich zu etwas Unsichtbarem. Und wir müssen auch hinzufügen, wir wissen auch nicht wirklich, was wir tun. Wir haben mit dem Roboter angefangen, weil wir dachten, der Roboter ist halt cool. Und es hat sich herausgestellt, es ist sehr pathetisch. So I guess if we'd known what we know now, also wenn wir gewusst hätten, was wir jetzt wissen, dann hätten wir wahrscheinlich anders angefangen. Aber so funktioniert dieses Projekt nicht. And again, I mean, we also really like these old machines. Und wir, ich wiederhole es nochmal, wir mögen wirklich diese alten Maschinen und arbeiten gerne mit dem Commodore 64 zusammen. Or like fancy protocols like that. So we have to actually touch the keys. Also wir wollen wirklich die Tasten drücken. Thanks, microphone. Vielen Dank. Mikro Nummer 2. How much of the robot does? Wie viel von dem, was der Roboter gemacht hat, ihr vorher programmiert und wird dann einfach nur nachgespielt, abgespielt? Piece, or how much als zusammengestelltes Stück oder wie viel Zufall ist da drin? Wie viel Computer Patterns sind da drin? Well, I mean the base is die Basis ist immer ein vorkomponierter Song. Und dann entscheidet der Roboter sehr zufällig in verschiedenen Ranges. Wir sagen zum Beispiel, welche Noten er spielen soll, aber nicht wann. Er kann auch den Rhythmus etwas einstellen, aber er kann nicht vollkommen zerstören. I mean, everything that happens is alles, was passiert, ist auf jeden Fall ein wenig zufällig. More or less everything is actually kind of based on random. Eigentlich ist alles zufällig, weil wir haben dem eine logische Struktur gegeben. So it's never there's no kind of direct playback. Es gibt kein direktes
wiederholen. Das Songs. Wir haben noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Aber es könnte für die Zukunft eine Herausforderung sein, etwas zu komponieren, das für den Roboter nützlicher sein wird. Wir hatten bis jetzt noch keine Zeit, das zu tun, aber wir würden gerne, dass er seine eigene Musik am liebsten von null auf komponieren kann. Momentan lädt er etwas und modifiziert es und kann es dann speichern. Und wir können es ihn theoretisch für eine Woche allein lassen und das beobachten. Aber ich mag diese Idee wirklich, Musik für den Roboter zu gestalten. Und mit seinem einen Finger, weil auf die Art und Weise muss ich aus meiner Sicht der neuen Finger wegdenken. Und das ist eine vollkommen andere Art und Weise zu arbeiten. Und das finde ich cool. Thanks. Microphone one, please. Danke. Mikro Nummer 1. Since there is source code, is it available on GitHub or are you planning to do it? Ja, davon dass es Quellcode gibt, können wir das auf GitHub haben, sehen? Oder könnt ihr es da hochladen? Ja, es ist da, es ist eher ein Durcheinander, aber es ist da. Number two, please. Genau, man findet es unter Robot Music. So is your robot very precise or have you ever had the situation where it just made a mistake? Oder habt ihr die Situation erlebt, dass ihr einen Fehler gemacht habt, dass ihr was anderes geplant habt, aber am Ende was rauskam, was trotzdem okay klang? Oder ist es einfach präzise genug, dass das nicht passiert? In theory it's really precise. Also, theoretisch ist es sehr genau. People put printheads on it and use it as a 3D printer and so on. Also der Druckerarm ist sehr genau, man kann ja auch damit 3D drucken. Aber wir hatten wirklich Kopfschmerzen bekommen, ihn richtig zu kalibrieren. Yeah, it bounces into the key, we have to kind of restart. Wir mussten ihn oft neu starten, wenn er sich irgendwie verlaufen hat. Aber wir hatten auch gerade sehr viele Probleme. Ich hoffe, es wird auch funktionieren. Aber das hat keinen Effekt auf euren kreativen Prozess. Naja, es stresst schon etwas. Yeah, no, but when it sort of messes up. Aber wenn es irgendwie nicht funktioniert, messes up, then it dann funktioniert das meistens überhaupt nicht und drückt vollkommen falsche Tasten. Also es hat also es ist ein sehr empfindliches System, wenn es einmal aus der Bahn gerät. So I'm gonna creep out like more than half of the people here. So my question is, have you ever thought about putting that robot in a club and then like trying to measure how happy the crowd is with the music it produces and then der Menge, kind of die Musik gefällt. So und dann by, I don't know, facial recognition, recognizing how many people are on the dance floor and stuff like that. Wie viele Leute sind auf der Tanzfläche? To the robot again. Und dann so als Feedback für den Roboter zu geben. Smart music for the masses. Sagen, schlaue Musik, smarte Musik für die Masse zu bieten. I guess the short answer is no. Die kurze Antwort ist wohl nein. Aber wir haben sehr viel darüber nachgedacht, den Roboter in den Wald zu stellen und Musik für die Tiere zu spielen. Or even better, like this kind of the idea of oder noch besser, removing the DJ and like having a die wall Idee, den, so that nobody knows it's a robot, den DJ wegzunehmen und einfach nur den Roboter spielen zu lassen, dass keiner weiß, was los ist. I don't know. Denn one thing that's kind of interesting with the robot, eine Sache, die am Roboter interessant ist, so on, is that I don't know. Dealing with it, it's like it's a thing. It's an entity. But yeah, es ist eine Sache. Es ist eher ein. Es fühlt sich an wie ein Tier, das vielleicht zu was Größerem werden könnte. Aber es ist, fühlt sich so anders an. Und ich glaube, das hängt. Animals almost. Es erinnert am ehesten an Tiere. Deswegen fand ich die Waldidee gut. Es würde Sinn ergeben. Happy animals. Glückliche Tiere.
Mikro Nummer 1. My question is kind of related. Is the robot using any sort of input from what's happening to trigger those random processes? Benutzt der Roboter irgendeine Form von Eingaben, die triggern, was ausgegeben wird, oder ist es momentan einfach nur Zufall? Yeah, there's no input like that. Es gibt momentan noch keinen Input, der irgendwie so arbeitet. No, I mean, we've been talking about writing our own random. Wir haben darüber nachgedacht, unser eigenes, unsere eigenen Zufallsfunktionen zu schreiben und in die irgendwie etwas einzufüttern. Aber wir sind eigentlich gar nicht so interessiert daran, es so reaktiv zu machen. Yeah, I don't see the need for all this. Ich sehe dafür auch keinen Grund für die ganze Reaktion und Interaktion. And you have to understand it. It's not like understanding. Wir müssen nicht, es muss uns nicht verstehen. Wir verstehen es auch nicht. Das ist aber, was ich meine, wenn es irgendwie von sich selbst Eingaben bekommt oder Zufall bekommt von dem, was um ihn herum passiert, das könnte auch interessant sein. But of course it could. Momentan noch nicht, aber I think the, in Zukunft. It doesn't really have to be so, you know, complex to. Es muss nicht so, also ich glaube, es muss nicht so komplex sein. Feel like it's somehow, you know, yeah, a thing in itself. Es ist eine Sache, like, eine für sich geschlossene Sache. Diese like kleinen me, Bewegungen sind für mich wie Magie but it feels like. It's enough to just be really ist genug, so wie es a simple system. Ist als simples, einfaches System. The result is amazing. Aesthetically is amazing. Auf jeden Fall, das Ergebnis ist total beeindruckend. Dear Signal Angels, do we have a question from the internet? No. Ist da eine Frage aus dem Internet? Okay, then one last question. Das ist dann eine letzte Frage aus dem I think from a performance perspective it's really interesting your placement, you know, just sitting and watching the robot. Interessant, dass ihr euch einfach hinsetzt und den Roboter anschaut. Und das bringt natürlich viele Fragen und es erinnert mich an einen Diskurs, wie Arbeit eher für uns etwas ist, wo wir etwas überwachen werden, aufsehen werden, und selbst nach einer gewissen Zeit wird es nicht besonders viele Fehler machen, würde man dann immer noch daneben sitzen? Ich habe jetzt gerade einfach nur darüber nachgedacht, über eure Rolle, wenn der Roboter tatsächlich auftritt und vorführt. Yeah, I mean, it's a good question. Das ist eine gute Frage. Wir könnten den Roboter einfach losschicken auf Shows. Which I think is pretty cool. Was schon ziemlich cool ist. Ich würde es gerne machen. Aber ich würde auch gerne mit dem Roboter zusammen jammen. Das ist was mich persönlich sehr interessiert. Ich würde gerne, dass der Roboter jemand wird, mit dem er zusammenarbeitet. Weil es in dem Video so aussah, dass er einfach daneben sitzt und den Roboter anschaut. Und ich wollte sagen, dass dieser Teil, ich habe ihn richtig gemocht. Er hatte viel Potenzial, er war stark. Ja, es hat diese ganzen Anspielungen, dass Roboter unsere Jobs nehmen. But I guess we're not really sure. I mean, yeah, where to go with it? Yeah, for now it's really interesting to sit there. Es ist noch sehr, sehr interessant, dort zu sitzen. Und solange irgendwie die Unterhaltung noch gut ist, werden wir das nicht ändern. Thank you. Thank you. Speaking of sitting, people are sitting here for a while now. Thanks to all of you for the wonderful questions and thanks again. Vielen Dank für die Fragen. Go to AT for this wonderful talk. Und ja, vielen Dank für den wunderschönen Vortrag. Und damit verabschieden sich aus der Besetzungskabine Crystal.